Ich mich auch. Willkommen zu einem neuen Video, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lesen unsere ersten Chats durch. Ich habe so, ich weiß jetzt schon, es gibt ein paar Sachen, die cringe wären. Hast du gepustet? Nein, ich habe gepustet. Das Ding ist, ich habe die Chats nicht mehr. Sarah hat sie, weil... Hast du die nicht? Achso, auf WhatsApp doch. Instagram haben wir doch nicht mehr. Boah, ach stimmt, mein Profil wurde ja gelöscht, ne? Ja. Datum, sag mal Datum. 16. März 2019. 16. März 2019 fängt es an, wo wir geschrieben haben. Okay, also es fängt an mit seinem tollen GIF. Hey girl. Was hast du dir dabei gedacht, als du das geschickt hast? So, sie hat mir ihre Nummer gegeben, Leute, als erstes. Und ich habe ihr so ein GIF geschickt, damit so angefangen. Deswegen habe ich dann geschrieben, ich bereue es ein bisschen, dass ich dir meine Nummer gegeben habe. Weil er hat jeden Tag nach meiner Nummer gefragt und ich habe sie ihm nicht gegeben. Habe ich echt gefragt? Du hast unnormal oft gefragt. Wir hatten irgendwann eine Wette, wie du meine Nummer kriegst. Er hat es gehasst, wenn ich so ein Lächeln ins Smiley geschickt habe. Und dann hatten wir die Wette, wenn ich diesen Lachsmiley schreibe, kriegt er meine Nummer. Auf jeden Fall habe ich dann einen Lachsmiley geschickt und dann, weil ich es vercheckt habe. Und dann ich habe mich natürlich gefreut. Das ist das erste Video, was du mir geschickt hast. Meine Fall. Können wir das auch ersetzen? Aber wieso hast du mir das geschickt? Weil ich es in dem Moment voll lustig fand. Sollen wir unsere ersten Memos anhören? Das ist bestimmt unangenehm. Wann hast du mir die erste Memo geschickt, Doli? Hat das gedauert? Keine Ahnung. Wir haben uns nie Memos geschickt. Wir haben auch irgendwie nie telefoniert. Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Du hast ja zurückhaltend, das ist das Problem. Eine. Hast du halt die erste geschickt? Ja. Sei doch froh, dass du jemanden hast, der deine Haare machen will. Boah, bist du motiviert, ne, wenn du in Köln bist? Ohne Scheiß, ich will den ganzen Tag zu Hause bleiben. Warum machst du erst meine? Als ob das so weh tut. Ich bin normal, immer ich bin normal. Die wollte meine Haare unbedingt machen, ich weiß nicht wieso. Siehst du? Ich rede normal. Ich rede auch normal. Du hast auch relativ normal geredet, aber wir wissen beide, dass diese Videos existieren, wo du nicht normal redest. Leute, Doli hat mir ganz am Anfang, bevor wir uns diese Memos geschickt haben, wo wir schon lockerer mit lass doch, waren, nein, lass doch das hat Doli mir Memos geschickt. Nein, das... Von ihm und Dennis und da hat Doli komplett seine Stimme verstellt. Okay, sie lügt gerade. Du sahst so süß früher aus, so jung. Ich war 23. Schon mal Haare draus, ne? Oh mein Gott. Was hast du mit dem T-Shirt gemacht? Ich rede ganz normal. Wie dünn Dennis war und klein. Okay. Guck mal. Jetzt, hörst du? Es hagelt einfach. Du verstellst deine Stimme. Nein, du steigerst dich viel zu sehr rein. Analphabet. Doli, willst du sagen, du hast gerade nicht gesagt, das ist vielleicht, weil ich du Analphabet. Das war vielleicht, weil ich drauf Ja, such dir Ausreden, such dir Leute, Ausreden. Leute, das stimmt einfach nicht. Normal. Leute, guck mal. Wie Doli. Ich mich angezogen habe vor 2,5 Jahren. Aber das war, ich habe mich nicht so angezogen, das war, wenn ich wieder rausgegangen bin, im Urlaub und so. Dolu.jan. Zeig mal. Das ist Dolis altes Instagram, das wurde gelöscht, keine Ahnung wieso. Und guck mal, der hat sich früher ganz anders angezogen. Das war im Urlaub. Ich habe mich nicht so angezogen. Ich habe mich im Urlaub ziehe mich immer noch so an. Nein, du hast nicht mehr so enge Sachen. Mit breiteren Hosen, aber ich ziehe mich immer noch elegant an. Doli hat mich immer gemobbt damit, so du Influencerin, bla bla bla, so als Witz, weil ich hab da ja nichts gemacht. Ich habe da einfach nur ein paar Bilder gepostet. Und wenn du deinen Account, wenn du deine Statistiken sehen willst, musst du deinen Account auf Business stellen. Statistiken sind zum Beispiel, woher die Leute kommen, die dir folgen und so. Und dann habe ich das auf Business gestellt und dann sieht man halt, dass da steht persönlicher Blog. Ich wusste nicht, dass man das wegmachen kann, dass man das nicht sieht. Und dann hat Doli mir das geschickt und hat sich über mich lustig gemacht. Ich habe gesagt, du Bloggerin. Es war am 25. März. 25. März 2019. Wir beide haben einfach gar nichts mit Instagram, mit YouTube zu tun. Nichts. Leute, ich weiß noch, Doli hat mir dieses Bild hier geschickt und ich fand ihn da so hübsch. Echt? Ich fand dich da richtig hübsch. Zeig mal.
Hast du gespeichert? Alles, was ich darauf geantwortet habe, war schöner Ring. Leute, das ist so krass. Ich fand dich da richtig hübsch. Echt? Ja. Ich war einfach mit meinem kleinen Bruder in der Shisha-Bar. Mit Dennis und Sarah hat geschrieben, ich sag so, schau, mit wem ich im Chileck bin. Die blenden das euch einfach rein, guck mal. Und Sarah mit einem 5-Jährigen in der Shisha-Bar. Wie du dich angegriffen gefühlt hast, was ist los mit dir? Hast du, war der echt nicht ein bisschen länger da? So eine halbe Stunde. Oh mein Gott, das hier ist auch so cringe. Du warst schon früher cringe, oder? Würdest du sagen, du warst cringe? Ich war einfach offen und lustig. Ich fand, ich der Adonis-Körper hinterlässt seine Spuren. Das war lustig. Ja, aber lachen, das war lustig. Ja. Einmal hattest du mir ein Bild geschickt, das war ein krank unnötiges Bild. Also wirklich, nee. Das, weiß nicht, das war irgendein unnötiges Bild, da ging es dir nicht so gut. Du warst im Bett, ich glaube, du hattest so ein Wärmekissen oder so. Und da fand ich dich am hübschesten als von allen anderen Bildern, die ich hier. Da fand ich dich krank hübsch. Echt? Ich muss gucken, ob ich das finde. Leute, ich habe das Bild gefunden. Willst du es sehen? Ja, du hast schon gesehen, ja, ne? Zeig. Es ist richtig unnötig. Ich weiß nicht, wieso ich das zeig. So schön. Hä? Weißt du, warum ich da so anders aussehe? Warum? Meine Augenbrauen sind viel mehr getupft. Außerdem bin ich nicht fett. Du bist fett. Aber guck, ich war süß. Die haben da zwei Wochen geschrieben und ich habe schon das Mikrofon gerülpst. Oh mein Gott, Joey! Ich zeig gerade dein Bild hin. Also mein kleiner Bruder. Ah, das ist eine Meme, wo Doli hat Dennis ein Bild von mir gezeigt. Mhm. Ich zeig gerade dein Bild hin. Also mein kleiner Bruder. Weißt du, was er sagt? Igitt, mach das Bild weg. Dann zoome ich in dein Bild rein, schau, das ist die, ich schreibe mit ihr. Weil ich habe ja das Video dir geschickt und der fragt mich halt, wer ist das? Und dann zeige ich dein Bild, der sagt, Igitt, mach das Bild weg, Igitt. Mach, sag ich, wieso Igitt, die ist doch hübsch, sag ich. Dann sagt er so, nein, schau die Lippen an, das ist ein böses Mädchen. Wie? Hör auf, sag mal, wie ist die? Igitt. Nein, was, warum ist die böse? Weil er Igitt ist. Nicht er, sie. Sie. Gefällt dir nicht? Nein. Soll ich mir eine neue suchen? Mit der ich schreiben soll? Ja. Wieso? Die ist aber Iranerin. Das gefällt mir nicht. Igitt. Der war so klein und sein Deutsch, ne, war so schlimm. Sollen wir zu unserem ersten Date, nach dem Chat nach unserem ersten Date? Ja, okay, komm. Das war im Mai. Oh mein Gott, wie kommst du bis jetzt genau da drauf? Du hast ich hab das so mit Sternen gespeichert. Der nächste Tag, nachdem Juli zurück nach Nürnberg gefahren ist. Er schreibt, Sarah, ich will dir was sagen. Und ich dachte, jetzt kommt irgendein dummer Witz. Und dann sagt er, wollte es dir gestern sagen, aber wollte nicht so voreilig sein. Oder irgendwie, dass du denkst, dass ich hetze. Ich schrieb, was denn? Schreibt er, und persönlich wäre es auch besser gewesen. Kann es nicht. Kann es aber nicht in mich halten, nicht so sagen. Sagt er, sag jetzt aber nicht gay, sonst habe ich dich. So, okay, dann schreibt er, ich will, dass du mir gehörst. Und schick das keinem. Haha, ich habe es direkt Jassi geschickt. Echt jetzt? Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Was hast, wie hast du... Aber was anderes konnte ich nicht sagen, weil ich was anderes ist mir nicht eingefallen. Ich konnte so andere Sachen nicht sagen. So, ja, was soll ich sagen? Ich will, dass wir zusammen sind. Wolltest du da schon, dass wir zusammen sind? Nein, aber was soll ich da schreiben? Mir ist nur das eingefallen, was so nicht zu schlimm cringe ist. Ich habe beim ersten Date gemerkt, dass du anders bist. Das ist einfach, dass du ein ganz anderer Mensch bist. Und dann, ich habe gemerkt, dass... Das wird klappen. Ich habe das einfach gemerkt. Ich habe gemerkt, zwischen uns wird das klappen. Und deswegen wolltest du schon mal dein Revier markieren? Mäßig. Wo wir gegessen haben und so. Ich habe einfach gemerkt, die ist ein anderes Mädchen und... Ich wusste irgendwie, das ist immer noch so, ich wusste, ich werde mit diesem Mädchen für immer zusammenbleiben. Echt? Ja. Nach dem ersten Treffen? Ich wusste, dass du die richtige, Frau bist. Echt? Ich schwöre dir. Und ich wusste auch, dass du willst. Ich wusste es! Ja! Was war dein erstes, was mit Stern markiert war? Ach so! Genau, ich habe als erstes, das ist jetzt nichts Besonderes, aber wir schreiben, da hat sie mir geschrieben, wir schreiben seit dem 4. März, dass ich mir das merken kann, so dann habe ich das markiert. Leute, wo sie das geschrieben hat, ich habe mich wirklich sehr krass gefreut, wirklich. Echt? Ja, natürlich. Ich habe das markiert. Das erste Mal, dass sie mir so ein Kompliment gemacht hat oder dass sie einfach irgendwas Schönes gesagt hat, so. Gute Nacht, bin echt froh, dass ich dich kennengelernt habe, bist echt was Besonderes und ich mag dich und ich hasse dich. War dir das unangenehm? Ja. 2 Monate später, nachdem ich das, mit dem ich will, dass du mir gehört hast, gespeichert habe, hat Doli geschrieben, du bist das Beste, was mir seit langem passiert ist.
Bah, wieso sagst du sowas? Du tust mir voll leid, ich konnte gar nicht mit solchen Sachen umgehen. Ich weiß. Aber du auch nicht so richtig. Aber das, genau das habe ich ja geliebt an dir. Echt? Ja. Mochtest du das? Dass du nicht so auf einen drauf gesprungen bist und direkt so, oh, und irgendwie, ich liebe dich und dieses Fake, du warst einfach du selber so. Das war auch etwas, was mich voll glücklich gemacht hat. Das war jetzt im September. Da hast du geschrieben, ich will dich als meine Frau. Im September. Mal abgesehen davon, ich muss mir richtige Kopfhörer holen, weil ohne Bluetooth so richtige Kopfhörer sind scheiße. Ich habe auch schon mit denen gearbeitet, aber trotzdem. Hast du das gespeichert, damit du mir AirPods schicken kannst? Weil ich habe, sie hat mir gesagt, sie braucht AirPods, weil sie trainieren geht, weil sie noch die mit Kabel hatte. Und ich habe die Sprachnotiz gespeichert, damit ich hier AirPods kaufe. Ich habe dir dann welche gekauft, ne? Ich habe auch eine Memo von dir mit Herz markiert. Und wie läuft das Lernen, Aschka? Leute, ich war schon ein bisschen... aber ich sag mal so, Leute, wisst ihr, was das Ding ist? Ihr wisst ja, diese TikTok so vor den Freunden richtiger Mann und so mit Freundin so richtig so... So ein Baby. So ein Dodi Baby. Ist echt ein ich Baby. Ich bin wirklich so, wenn ich mit meiner Freundin bin, bin ich echt ein Baby. So, ich verliere komplett die Kontrolle. Aber ich stehe auch dazu und finde es auch nicht schlimm so, ich weiß nicht. Man sollte, ich finde, wenn man so ist zueinander, dann hat man auch, es ist viel persönlicher irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Weil man zeigt so die weiche Stelle. Ich habe geschrieben, erzähl Geschichten. Dann hast du geschrieben, über. Habe ich geschrieben, egal, irgendwas. Dann hast du geschrieben, denkst du, wenn du nicht so weit gewohnt hättest, hätten wir uns schon getroffen? War jetzt spontan. I don't know, bin schwierig, vielleicht sogar nicht. Wie meinst du? Würde mich nicht so schnell treffen. Ist ja gut, find sowas sehr gut sogar. Hat mich nur interessiert. Okay. Was hast du dir da gedacht? Ich habe das eigentlich sogar erwartet, ehrlich gesagt. Du hast hier geschrieben, habe schwer Interesse an einer Person. Ja. Für mich muss die Person was im Hirn haben. Ich denke jetzt nicht, das ist klug. Aber ja, das Wichtigste ist... Wieso haben wir uns immer gemobbt? Wieso konnten wir nicht normal sein? Wir haben uns immer dumm angemacht. Hat es dich manchmal genervt, dass ich nicht so herzlich war? Ich fand das sogar nicer. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gut gemacht haben. Wir wissen nicht genau, wie man auf erste Chats reagiert. Das war jetzt so, dass die ersten Sachen, so die interessantesten Sachen, denke ich mal, von WhatsApp. Ich glaube, Instagram wäre noch interessanter gewesen. Wir haben nämlich unnormal lange auf Insta geschrieben, bevor er meine Nummer bekommen hat. Aber sein altes Insta gibt es nicht mehr. Es gab irgendwo noch einen Screenshot von dem ersten Chat, vom ersten Chat. Ja, und... Aber das finde ich nicht mehr. Ich kann ja auch sagen, wie das so ungefähr so ablief. Dubai mit Yasi und Fabio. Und ich hatte so einen Vogel auf meinem Arm und ich habe ein Bild in meine Story getan mit dem Vogel. Und dann hat Doli darauf geantwortet und meinte, was ein Vogel oder so. Was ein schöner Vogel, habe ich geschrieben. Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Ich habe es geliked und dann hast du nochmal geschrieben. Und dann hast du nach einer Woche geschrieben oder so. Ja. Aber in Dubai warst du richtig kalt zu mir. Hast mir richtig spät geschrieben am Anfang. Da war es richtig schlimm. Nein, ich weiß noch, ich war am Flughafen und während wir am Gehen waren, habe ich parallel geschrieben. Und Yassi und Fabio meinten zu mir, kannst du mal gerade ausgucken und später antworten? Ich kann euch auf jeden Fall, Leute, nochmal so ans Herz legen. Das ist für mich so das Wichtigste. Kennenlernphase, nicht zu überstürzen, langsam zu machen, viel Zeit zu nehmen. Nehmt euch die Zeit, die Person wirklich kennenzulernen. Ja. Weil ihr müsst euch nicht sofort treffen. Die meisten überstürzen das so krass und dann kommen die mit der Person zusammen und dann lernen die Person erst richtig kennen und merken, vielleicht klappt das gar nicht. Nehmt euch krass viel Zeit. Entspannt euch. Also was für euch halt viel ist, ne? Für manche ist viel 3 Monate, für manche ist viel 2-3 Jahre. Genau, und erwartet auch von dieser Person nicht so viel, weil diese Person ist halt am Anfang ein bisschen kälter, will nicht so viel Interesse zeigen. Sarah hat Interesse an mir, aber sie hat so gezeigt. Ich konnte es nicht zeigen. Sie konnte es nicht zeigen, hat sie auch gut gemacht. Du weißt, was ich meine. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen, einen lieben netten Kommentar, ein Abo, weil viele gucken unsere Videos, sind aber nicht abonniert. Abonniert, Leute. Da, wo YouTube angefangen haben, bis jetzt, jeden Einzelnen, der uns bis jetzt unterstützt hat, ne? Wir danken euch vielmals vom Herzen, weil das ist für uns nicht selbstverständlich. Wir danken euch wirklich. Schönen Tag noch. Wir haben euch lieb. Bye.